So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Probe. Heute mal mit einer etwas anderen Folge. Ich hocke hier nämlich jetzt gerade alleine rum und bin gerade Zuschauer bei einem Duell von Colin. Das heißt, ich sehe nicht seine Hand oder so und auch nicht die gegnerische Hand. Lass mich einfach mal überraschen. Ich habe auch gesagt, er soll irgendein Deck nehmen und mich damit überraschen. Und es sieht nach finsterer Welt aus. Er hat schon einen Graffer im Friedhof, ist natürlich immer super. Und gleich auch auf dem Feld wahrscheinlich. Ja, und da kommt Graffa schon direkt. Ja, ich wollte einfach mal gucken, keine Ahnung, ich hatte einfach gerade Bock drauf. Ich hatte ihn gerade gestalkt. Mehr oder weniger, als ich gerade zufällig auf DevPro reinging, hatte er gerade ein Duell gemacht. Oh, könnten das die E-Drachen sein oder Licht verpflichtet oder so? Na, jedenfalls, und sind eh Drachen, oder? Nee, das scheint wohl eher so Chaos. Nicht verpflichtet. Weiß ich nicht, gerade nicht genau. Schauen wir einfach mal. Und er entfernt gleich zwei für den Black Luster. Ja, nett. Bin gespannt, was Colin verdeckt hat. Sein Problem bei Dark World, was ich immer fand, war, dass er da sich nicht gut verteidigen konnte mit. Er konnte draufhauen, aber hatte nie wirklich Verteidigung. Aber ich glaube, ich schweife vom Thema schon wieder ab. Wo war ich denn stehen geblieben jetzt eigentlich? Ach, verdammt. Vom Thema abweichen ist... Oh, Spiegelkraft. Hatte er wohl dann doch reingepackt? Oder ob er die drin hatte, hat er nie gezogen. Nee, was... Wo war ich denn jetzt? Verdammt, jetzt bin ich völlig raus. Ich glaube... Oh, Buch des Mondes. Verdeckt er sich den noch? Ja, kann ihn wieder aufdecken. Hat er einen 3000er Mods. Ist natürlich auch gut. Müsste er zumindest gleich in der Main Phase 2 noch aufdecken können, oder? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe das auf jeden Fall mal so gemacht. Nee, kann er nicht, weil der gerade aufgerufen wurde. Ja, 2-5 Verteidigung. Tschüss, Black Luster. Genau, ich hatte Colin zufällig beim Duell beobachtet. Und, hatte dann ihn in einem Chat die ganze Zeit halt das kommentiert, per Text. Ja, mir ist langweilig. Und da habe ich dann einfach vorgeschlagen, ja, dann mach das hier kurz so, dass... du halt ein Duell machst und ich nehme das Ganze auf. Ja, die Tore sind auf dem Feld. Er aktiviert auch direkt den Effekt der Tore. Das ist, genau, das ist sein Dark World und sagenhaft... Nicht fabelhaft, sagenhaft Deck. Tourguide, damit holt er sich wahrscheinlich genau Row. Wie sieht denn sein Friedhof derzeit aus? Ach, nur das fabelhaft. Ja, und damit holt er sich jetzt Dings wieder. Snow. Ich weiß gerade, ich verwechsel immer Snow und die anderen. Weiß nicht, was bringt ihm wahrscheinlich nur Angriffspunkte. Egal, der Black Luster ist auf jeden Fall weg. Aber so konnte er immerhin sich nochmal vor 3000 Schaden verteidigen. Hätte er auch machen können, indem er es dann auf Graffa spielt. Also, Dings verdeckt, aber da lief er wiederum Gefahr, dass Buch des Mondes zerstört wird. Ach, ist alles immer möglich, aber wer weiß. So, die Frage ist, was macht er jetzt? Black Luster ist weg, Chaos Sorcerer ist weg. Wenn das ein Chaos-Deck ist, dann, ja. Nicht Pulsardrache und Spirit Reaper. Was macht er? Oh, Verbindung verloren. Na, welch eine Überraschung. Ja, das ging schnell. Der konnte halt nichts mehr machen. Das will... er hätte schwarzes Loch, hätte er vielleicht noch was mitmachen können. Aber, naja. Ich schätze mal, dass das darauf ausgebaut war. Dass das Deck darauf aufgebaut war, Black Luster und so rauszubringen. Weil in Licht verpflichtet spielt man ja nicht Spirit Reaper oder so. Und da schreibt Colin mich gerade an. Alles klar, ja, vielleicht mache ich sowas irgendwie nochmal oder so. Ich gucke jetzt mal, wie viel Speicher ich noch frei habe. Vielleicht sage ich ihm, er soll gleich nochmal ein Duell machen. Und ja. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Probe. Oder vielleicht schneide ich das auch mit der Geschichte von eben zusammen. War ja mal wieder Verbindung verloren. Colin spielt immer noch hier online und verliert schon bei Schere, Stein, Papier. Mensch, Colin, ey.
Das ist ja kein guter Start. Wobei einige sagen ja auch, schlechter Start bedeutet gutes Ende. Ach. Wer weiß. Jedenfalls der Gegner. Oh, Rettungskaninchen. Dino Rabbit, was? Oh Gott, ja, Dino Rabbit ist ziemlich zerstört dadurch, dass das Rettungskaninchen auf 1 limitiert ist. Aber naja, ich meine, gleich auf der Starthand Rettungskaninchen haben ist immer gut, aber dass das noch jemand spielt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich sag dazu erstmal nichts. Vielleicht hat er ja irgendwie eine Möglichkeit gefunden, das ganz gut zu machen. Ich spiele Rettungskaninchen habe ich, oder Dino Rabbit. Oh, die Gadget-Spielkolle. Dino Rabbit habe ich auch eine lange Zeit gespielt, auch sehr gerne. War immer so ein bisschen penetrant für den Gegner, wenn man dann mal eine Lagia und einen Dolke auf dem Feld hatte. Der Gegner konnte, also Lagia kann ja eine Zauber- oder Feinkarte verhindern, genau, oder eine Spezialbeschwörung oder Normalbeschwörung. Also eine Beschwörung. Annullieren und zerstören. Und Dolka konnte Effekte von Monstern verhindern. Wenn man die beiden auf dem Feld hatte, war man erstmal ganz gut geschützt. Das Problem ist halt nur, mit 2-4 Angriff ist er jetzt nicht unbedingt so überragend. Ernsthaft? Ernsthaft? Komm, verhindert er mit Lagia. Oh, oder verbotene Lanze. Das ist natürlich auch gut. Verbotene Lanze, Monster verliert 800 Angriffspunkte, bleibt aber bis zur Endphase von Zauber und Fallen ungeschützt, beschützt, geschützt. Wie auch immer, will er noch was anketten oder Kolle noch was? Ach, ein verbotenes Kleid, haha! Okay, warum wählt er jetzt sein eigenes aus? Warum, er hätte auch einfach, ach so. Okay, ja gut, kommt letztendlich aufs selbe hinaus, ich dachte eher... Okay, ich hätte eher gedacht, ja okay, so behält er ein Monster natürlich auf dem Feld, stimmt auch wieder. Ich habe da gerade was durcheinander gebracht. Ich hätte eher gedacht, er wählt Lagia, damit Lagia nicht als Sieb für Karteneffekte gewählt werden kann, aber dann wäre Lagia ja auch nicht durch reißen Attribut zerstört worden. Na komm, in Gadgets hat er immer irgendwas verdeckt, was den Gegner total nervt. Eine Spiegelkraft, ja. Die wird er wahrscheinlich mit Lagia annullieren, wenn er klug ist. Jo. Geil, ich sehe mal wieder nichts, weil irgendwie ist von meinem Laptop die Grafikkarte ein bisschen putte. Und ich mache das Ganze über Fernseher, also mit HDMI halt dran. Und da ist der HDMI-Anschluss im Arsch irgendwie. Also nicht das HDMI-Kabel an sich, sondern der HDMI-Anschluss. So, jetzt habe ich wieder ein Bild. Juhu! Okay. Wie schaut's aus? Zweimal... Was konnte der noch hier? Oh, Lagia. Hallo? Hallo? Ich würde ganz gerne... Hallo? Hallo? Kannst du mal... Wieso... Ah! Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt. Alter. Alter. Komm, ist hier doch auch ein Lock sicher drin, oder? Was hat er? Oh, teuflische Kette, ja. Dann kann sich Kölle nicht zu den Ruf der Gejagten. Holt er sich ein Gadget wieder? Los, komm. Nein! Nein! Alter, ich kann nichts machen, wenn die ganze Zeit hier... Alter. No! Mann, das ist so nervig gerade. Hier, zack. So. Was konnte der denn noch gleich? Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört. Genau, ja, da kann man sich ihn selbst dann nochmal wiederholen, oder? Nee, 1-7 hat er? 1-7. Ja, mit 1-7 oder weniger als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ja, der ist auch... der wurde auch in Dino Rabbit, glaube ich, schon früher gespielt oder so. Ich hatte das mal überlegt, aber irgendwie... Naja... kam ich nie dazu. Oder ich habe es erfahren, nachdem Dino Rabbit auf 1 limitiert wurde, habe ich erfahren, dass der existiert. Hammer geil.
Er hat auch einen ganz netten Effekt. Das Monster kann er natürlich nicht angreifen, ansonsten wäre er mit 1-7 ein bisschen sehr heftig. Es gibt da ja auch noch in meinem Mermel-Deck, oder ich spiele ihn in meinem Mermel-Deck, den Atlantischen Scharfschützen. Wenn der Kampfschaden zufügt, kann man auch sich ein Monster der Stufe 4 oder niedriger vom Typ Seeschlange Spezialbeschwören aus dem Deck. Da kann man dann zum Beispiel den Atlantischen Dragoner mit 1-8. Ja, der Scharfschütze hat aber nur 1-4 halt. Das ist halt relativ wenig Angriffspunktzahl. Ja, der Gegner ist relativ abgesichert. Dimensionsriss auch noch. Uiuiui. Das ist echt interessant. Ja, aber er hatte auch Glück, dass er gleich Dings den Rabbit auf der Starthand hatte. Komm, der hat da doch bestimmt irgendwas verdeckt. Ein Dimensionsgefängnis, ja nett. Verhindert er das? Nee, verhindert er, kann er nicht verhindern. Oha! Das ist spannend. Soweit ich weiß, hat Colin nur einmal mit den Gadgets verloren bisher. Nur ein einziges Mal gegen ein Lauchdeck, wie er meinte, das allerdings ein totales Anti-Deck dagegen war. Ja. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also noch hat Colin Handkarten und noch kann er hoffentlich was machen. Na? Oder auch nicht. Oder warten. Na, mal sehen. Oh, Ruf der Gejagten. Ja, verändert erst mit Lagia. Könnte er theoretisch. Die Beschwörung des Gadgets könnte er dann nicht verändern, weil das dann eine externe Spezialbeschwörung ist. Nein, verändert er nicht. Ja, was bleibt Colin auch anderes übrig, als gleich eine Spezialbeschwörung zu machen? Es sei denn, er lässt sich die beiden auf dem Feld. Ich weiß ja auch nicht, was Colin noch da verdeckt hat. Schauen wir mal. Na? Oh, irgendwie ist das viel ruhiger hier, wenn die nicht da sind. Ey, das ist voll entspannt. Oh, der, wie heißt der auf Deutsch? Diamant. Was? Direwolf? Ja, den annulliert er natürlich. Weil man kann einmal pro Spielzug halt ein Material abhängen. Und ein Monster vom Typ Ungeheuer, Ungeheuer-Krieger oder geflügeltes Ungeheuer, das man selbst kontrolliert und eine Karte auf dem Spielfeld zu wählen und zu zerstören. Ja, ist halt selber auch Ungeheuer, also könnte man dann auch selber weghauen. Okay, also... Das ist echt interessant. Jetzt hat er kein Material mehr an Lagia, kann also keine Beschwörung mehr verhindern. Die Frage ist, was er noch verdeckt hat. Reißender hatte er ja, glaube ich, schon aktiviert. Nicht? Und eine Teuflische, noch eine zweite, ja. Teuflische kam, glaube ich, irgendwie mal im Samurai-Deck raus. Aber das Samurai-Deck ist, glaube ich, inzwischen recht schwer zu bekommen. Deswegen ist der Preis von der teuflischen Kette für eine Common recht hoch. Also als Common. Gibt es, glaube ich, als Common nur aus dem Structure-Deck da. 6 Samurai. Gibt es, glaube ich, auch noch als Super? Ich weiß das gar nicht. Der Gaga-Cowboy. Ja, im Verteidigungsmodus kann man dem Gegner 800 Schaden zufügen. Im Angriffsmodus kriegt er selbst 1000 Angriffspunkte während des Angriffs dazu und der Gegner und gegnerisches Monster verliert 500. Ja. 600 Schaden mal eben. Das Schöne ist, damit kann man Monster mit bis zu 3000 Angriffspunkten zerstören. Und zusätzlich dann noch der Effekt mit im Verteidigungsmodus Dings zerstören und so ist recht heftig. Oder relativ heftig. Eine Bodenlose, ja. Aber jetzt ist auch der Cowboy wieder weg. Aha. Okay. Collins Punkte gehen zur Neige. Und er hat auch schon viele Gadgets sich rausgesucht. Der Gegner spielt eine weitere verdeckt.
ich will jetzt eigentlich mal sehen, was wie Collins Friedhof aussieht, aber es geht leider nicht. Ups. Ein Monster, jetzt muss er sich verteidigen, weil ansonsten ist er schnell mal weg. So ein Gadget hat der Gelbe hat zum Beispiel nur 1200. Ist ein Grüner, der hat sogar, okay, 1-4, werden 1000 Schaden, aber der Gegner braucht nur einen Kabasauls oder Säbesaurier zu spielen. Und das wär's gewesen. Jetzt muss Colin darauf pochen, dass er was Gutes zieht, natürlich. Ein Grün. Ah, dann hat er was Gutes gezogen. Wahrscheinlich eine Double Summon. Ich weiß immer noch nicht. Doch, der Reißende ist weg vom Gegner. Da hatte er ja noch verbotene Lanze aktiviert. Okay. Ha. Vielleicht hat Colin auch eine Spiegelkraft oder so gezogen. Oder begrenzte Entferner oder. Auf jeden Fall irgendwas, womit seiner jetzt überlebt, nach Möglichkeit. Begrenzte Entferner, jawohl, 2,8. Hat er natürlich im Damage Step gemacht, wo dann nur noch Angriffspunkte. Oder hat er einen Damage Step? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gemacht. Das Problem ist nur, jetzt ist sein Gadget weg. Vielleicht hat er einen Ruf der Gejagten noch verdeckt. Das wäre natürlich gut. Ja, das gegnerische Feld ist leer. Das ist natürlich super, aber irgendwas hat er da offenbar noch verdeckt. Der Gegner. Okay, und Colin haut mit 1-2 drauf. Was auch sonst. Ah, was hat er verdeckt? Boah, lässt er durchgehen, sind 1-3. 1-3 sogar nicht, 1-2. So. Collins Hand ist leer, jetzt hat der Gegner wieder 3 Handkarten, das sah vor ein paar Runden noch genau umgekehrt aus. Rückkehr aus einer anderen Dimension, Igitt. Ja, da kann man bloß hoffen, dass Colin irgendwas verdeckt hat, spiegelkraftmäßig, was ihn schützt. Weil ansonsten ist er jetzt weg. Aber warum macht der Gegner das jetzt? Also irgendwie... Ich meine, die Gefahr ist viel zu... Oh, natürlich, Rettungskaninchen, aber... Ah, okay, das ist natürlich geil. Da holt er sich jetzt noch ein Lagia mit, wahrscheinlich. Und dann ist es scheißegal, was Colin verdeckt hat. Ein Angriff geht auf jeden Fall durch, wahrscheinlich. Oder 3 sogar. Oh, so Dreier-Exit vielleicht sogar. Mal schauen. Ja, Rückkehr aus einer anderen Dimension haben wir auch schon besprochen. Die Karte ist auch bei 1 total überpowered. Muss man sagen. Na? Haut ihn selbst weg, um eine Verdeckte zu vernichten. Oh, eine ernste Warnung. Ja, die brachte viel. Ah, oh, und die letzte ist auch noch weg. Das ist natürlich arschig. Ja, das, scheint's zu sein. 1-2, 2-4, ja. 3-6. Das war's. Tja. Das Replay werde ich mir auf jeden Fall mal abspeichern. Das Deck war ganz witzig. Also Dino Rabbit kann scheinbar doch noch was. Nur dass es jetzt mehr Dino ist und weniger Rabbit. Weil es halt nur noch einen Rabbit gibt. Ha. Alles klar. Ich speichere das auf jeden Fall ab, das Replay. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.